Ciao Leute, heute machen wir Mozzarella in Carrozza. Bedeutet so viel wie wir haben leckeres Tramezzini-Weißbrot und machen uns nachher schöne panierte Mozzarella-Dreiecke. Es wird richtig gut. Was wir dafür brauchen, Weißbrot. Ich habe hier die Tramezzini-Brote genommen. Ihr könnt auch normales Toastbrot nehmen und einfach die Ränder entfernen. Paniermehl, normales Mehl, Bio-Eier, Büffelmozzarella, nicht zu verwechseln mit Burrata. Das Ding soll nicht jetzt schon flüssig sein. Das wird nachher sexy flüssig, wenn wir sie aufbrechen. Aber es ist einfach nur Büffelmozzarella. Und das ist alles, was ihr dafür braucht. Und ich kann euch eins sagen, das ist das perfekte italienische Kateressen oder das Pre-Drinking-Essen. Ich fange an hier mit meinem Brot. Das ist ja schon ganz nett gestapelt. Ich halbiere das jetzt erstmal schon mal. Ungefähr. Nach Auge, nach meinem Augenmaß. Ich sehe jetzt schon, das rechte Ding ist ein bisschen größer geworden. Ist nicht schlimm. Hieraus lassen sich nachher richtig schöne Dreiecke machen. Da arbeiten wir dann gleich mit weiter. Jetzt geht es direkt schon an die Mozzarella. Da habe ich hier meine kleinen Bömpchen. So. Zack. Und die schneiden wir jetzt in Scheiben. Als nächstes mache ich meine Panierstraße, bestehend aus Mehl, Paniermehl und einen weiteren Teller für meine Eier, die ich jetzt auch erstmal noch aufschlagen muss. Da könnt ihr mir zugucken oder ihr könnt es lassen und 10 Sekunden Pause machen. Nein, guckt einfach zu. Und die werden auch gleich so ein bisschen noch gewürzt, damit das Ganze auch noch ein bisschen Geschmack und Würze bekommt. An die Eier kommt ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Salz. Und dann verquirlen wir das Ganze. Reicht einfach mit einer Gabel. Bis es ungefähr so eine gleichmäßige Flüssigkeit ist. Luigi, es geht los. Hier sind meine Brote. Wie so ein Kartenspiel. Schön. Einmal so durchgemischt. Und zu jeweils 2 Scheiben geht genug Mozzarella. So, das Gute an diesen ganzen Dingern, ich habe euch ja gerade schon gesagt, die sind natürlich echt schön massiv und auch ein gutes Kateressen. Es ist aber auch echt gut, und das kann ich euch sagen, wenn ihr da irgendwie einfach noch so Schinken, Kochschinken, Parmaschinken oder irgendwie anderes Zeug dazwischen haut, auch das schmeckt echt richtig gut. Wir machen das jetzt heute nur so wirklich ganz klassisch mit Mozzarella. Auch das ist schon enorm gut. So, Luigi, bist du ready? Was von ready? Aus diesen Dingern hier machen wir jetzt so Dreiecke. Guckst du? Ich gucke. Und dann könnt ihr die hier an den Außendingern immer so ein bisschen zusammendrücken, dass es auch noch so ein bisschen besser hält. Jetzt geht's in unsere Panierstraße. Die ordnen wir jetzt mal so sinnig an. Erstes Mehl, oben Paniermehl. Ja. Die Eier. So. Das Ganze kriegt eine doppelte Panierung. So. Und ab ins Paniermehl. Und dann geht es wieder zurück ins Ei. Wegen doppelt und so, ne, Luigi? Du verstehst sowas, ne? Ein bisschen, manchmal. Braucht ein bisschen länger, aber... Aber kann klappen, ne? Wir müssen jetzt frittieren, liebe Leute, lieber Luigi. Wir werden gleich nach einem Fett stinken, aber das ist nicht schlimm, denn es gibt was Gutes. Und wir machen natürlich wieder unseren Holzlöffeltrick, um zu gucken, ob wir das Ding jetzt benutzen können. Und jetzt komm mal her. Und du siehst, an dem Löffel entlang bilden sich kleine Blubberbläschen. Bedeutet, wir können loslegen. Dann wenden wir die Dinger mal, ne? Luigi, da geht die erste Runde jetzt raus. Das sieht doch schon ganz gut aus, ne? Dann immer hier auch so Abtropftücher, damit das Fett da noch weg kann. Und dann kommt schon die nächste Runde, ne?
lassen uns ja hier nicht lumpen und machen nur zwei, sondern eine ordentliche Menge für eine ganze Mannschaft. So Leute, das ist jetzt das pure Gold, was wir jetzt gleich haben, Mozzarella in Carrozza. Und jetzt guck mal hier, Luigi, wenn wir das Ganze hier so aufbrechen und oh, schön diese Mozzarella. Das ist schon sehr, pornös. Und ihr seht, es ist sehr, sehr geiles Kaderessen. Mm. Richtig, richtig geil, Leute. Wie gesagt, wenn ihr sie irgendwie so ein bisschen modifizieren wollt, dann macht ihr noch Kochschinken oder Parmaschinken ran. Auch sehr lecker. Die Teile, da wisst ihr jetzt, wie es funktioniert. Wir warten auf euer Feedback, freuen uns über jeden Daumen nach oben, auch gerne über Kommentare, die dann irgendwie auf neue Rezeptideen hinweisen. Und abonniert natürlich den Kanal und die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ansonsten, Leute, reingehauen. Ich freue mich schon aufs nächste Rezept mit euch. Ciao.